Ja, wir sind zumindest nah dran. Level 10 erreichen wir wahrscheinlich auch noch, bevor wir den ganzen Bums da haben. Oh, ich bin gerade am Überlegen, hatte ich den nicht irgendwie auch hier ein Dings gegeben? Ein Skin? Oder ist es der Skin? Könnte ja auch sein. Zufällig, nicht Stellstart. Rund. Moment, war das ein Loop? Nee. Rundfahrt war das. Dann nochmal in eine umgekehrte Richtung, jawohl. An, realistisch. Ja, Fahrt starten. Jawohl. Gibt Pluspunkte. Was natürlich immer gut ist. Bevor ich das jetzt wieder vergesse. Oh, ich mag ja dieses. Ich finde, das hat ja was so. Das ist was Schönes. Irgendwie nicht so. Das andere in Anführungszeichen eintönige. So. Jetzt möchte ich die Führerscheinsbeleuchtung ausmachen und die Passagierbeleuchtung. Jetzt haben wir ja auch eine normale Zeit. Ich nenne es mal normale Zeit. Einfach aus dem Grund, weil wir hier erstmal wieder rauskommen. Heißt, wir haben schon mal plus 20.000, es sei denn, wir fahren noch irgendwo anders immer an. Und keine Rush Hour. Das heißt, wir können vielleicht sogar mal pünktlich sein. Ja, mal gucken, das scheint doch schon mal wie geschmiert zu laufen. Ich frage mich ja, warum auf dem Rückweg man den anderen Weg genommen gefahren lassen will, nicht diesen hier. Oh. Das wäre natürlich auch noch sinnvoll. War jetzt vielleicht keine so gute Idee. Aber ich wollte mal das während der Fahrt probieren. War vielleicht keine so gute Idee. Aber es würde mich echt interessieren, ob jemand da schon irgendwie so eine Karte gemacht hat. Ich meine, es gibt ja mittlerweile irgendwie. Neue Stories, neue Storyline oder neue Story-Add-on, DLC. Was soll ich jetzt erstmal. My bad! Erstmal nicht mir besorgen werde. Aber es würde mich schon interessieren, ob es irgendwie Community-Karten gibt. Oder Missionen. Also Paintjobs gibt es ja wie Sand am Meer, aber. Kann man nämlich bei jedem Stopp. Ich bitte eine Fahrkarte haben. Ich hätte auch 6 drücken müssen, verdammt.
Moment, für zwei hoch. Danke. Warte. War noch wer? Ne. Nächste Auswahl, übernächste, so. Oh Mist, ich hab vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann geht's eben nicht so. Also wir fahren in den Stadt, also da gibt es bestimmt Läden. Müssen sie einfach nur aussteigen und wo ist. So wollte ich es machen. Eine Fahrkarte. Die blockiert. Bin verwirrt. Warum ist denn die jetzt blockiert? Hey. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals. Awkward. Ja, echt schön, dich zu sehen. Ich wünsch dir was. Genau, ich wünsch dir was. Die Tür ist jetzt gar nicht offen. Da kann ich aussteigen. Oh. Ach ja. Mir kommt mal die Strecke bekannt vor. Ah, das hat er gemeint. Und die müssen wir noch zweimal fahren. Also, wir müssen sie noch mit diesem Mal mindestens einmal fahren. Und wenn wir Geld verdienen wollen, mit diesem Mal dreimal, weil wir die... oh Gott, einmal sowieso fahren müssen. Huh. Einmal jemanden fahren lassen müssen, da können wir sie prinzipiell auch fahren. Weil sie bisher diejenige, die Strecke ist, die am meisten zumindest Geld generieren könnte. Wenn man nicht großen Humbug macht, wie beim letzten Mal. Eine Fahrkarte haben? Eine Tagesfahrkarte, komm ich sofort. Danke. Bitte. Okay, guck mal, wir haben Zeit. Hier, bitte. Danke. Wo hab ich? Na klar, hier, bitte. Kommen wir wieder Jagd klar. Auf. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Falsch, hier, bitte. Falschfahrer, genau, Schwarzfahrer machen. Wunderbar. Ach, ist das nicht entspannt, mal wieder pünktlich zu sein? Und das auch noch mehr als nur einmal. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn's spannend wird. Ja, das, ne? Ist immer so. Nächster Halt, Flusspromenade.
keiner einsteigen? Es will aber keiner aussteigen. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Muss man eigentlich nur anhalten oder muss man auch die Türen öffnen? Das wäre jetzt die nächste Frage. Aber erst doch jemand aussteigen. Das brauchen wir jetzt gar nicht testen. Ach ja, ist das nicht schön. Ausweichen mal anders. Ich weiß nicht mal, Warnblinkanlage war das F? Nee, F war hoch und runterschalten, glaube ich. Zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar! Sie blockieren die Tür. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Wer blockiert die Tür? Mehrere Fahrkarten, ja natürlich. Einzel, Standard, zwei drucken. Danke. Bitte. Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte dort bleiben sollen. Nächster Halt, Oakville. Zentrum. Ach, ist das nicht schön, hier nur Pluspunkte zu sammeln? Diese Rush Hour. Teilweise stört mich so ein bisschen hier, dass die Vegetation, beziehungsweise dass die Karte nicht so. Naja gut, das ist schöner als Korrektur, ne? Das ist schöner als Flecken. Solange es nicht einen am Fahren hindert, ist es ja Wuppe und Wursch auf einmal, ja genau. Wuff. Ja, ich rieche das schon nicht mehr. Geschehen. Tschüss. Tschüss. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Moment. Wo ist meine Tasche? Jetzt müssen wir nicht wieder Zeit reinholen. Haben wir doch schon wieder ordentlich was verloren. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Nächster Halt, Siegwald, Lachstraße. Tausend Folgen, wie lange man da jetzt wohl gucken muss, wenn man alles noch nachholen will oder nachholen muss.
Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer das Fan als ich. Das ist einfach wundervoll. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Warum nicht? Oh Mann. Moment. Wo ist meine Tasche? Nächster Halt, Siegwald. Hä? Also. Ach, das ist echt nicht mein Wetter. Schon wieder eine Minute Verspätung. Nächster Halt, Siegwald. Na, vielleicht können wir gleich auch für die Rücktour das ein bisschen reinholen. Die Zeit. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Mehrere Fahrkarten, zwei Stück an der Zahl. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, natürlich. Oh. Hoppla. Danke. Bitte. Nächster Halt. Siegwald. So, 3 Minuten sind, haben wir jetzt Zeit, dahin zu kommen. 3,5 Minuten. Ah, es könnte knapp werden. Vorfahrt gewähren, die gewähren mich. Moment, wo ist meine Tasche? Also, ich dachte, dann müsste jetzt hier mal hier mit auf mitten in der Pampa aussteigen. Ja, das wäre hier dann noch gewesen. Oh, okay. Ja, nicht optimal, diese Route. Zumindest für die Retour. Wobei es natürlich auch schlimmer sein können. Ah, gut, dass es ein Kreisel gibt. Ne? Das ist halt die Route. Ist halt wie es ist. Jetzt fahren wir mal möglichst weit hier. Damit wir möglichst hier keine 3000 wieder zahlen müssen. Easy going. Okay, war jetzt hier irgendwo noch eins oder was dahinter erst? Ich glaube dahinter erst. Jetzt mal runter auf 50. Hier waren noch, da kam gleich noch eins. Kam mir noch eins? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, okay, ja. Old Town und Hafen. Oh. Eieiei. Das Wochenende kaum erwarten. Easy. Zeitgleich easy going. Können wir gleich nochmal kurz gucken, ob Leute irgendwie alle die Karten haben. Aber
alle Wälder Hotkeys gemacht, wieder fürs Muten und so weiter. Ich muss mich nur daran erinnern, welche Dings das waren. Oder merken, welche Shortcuts das waren. Weil ich mal neu benutzt habe. Ne? In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat, Christine. Tschüss. Tschüss. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Augenblick da, hier. Oh nein. Uff. Ich hab sie verloren. Na klar. Nächster Halt, Oakville-Zentrum, natürlich. Schon wieder nicht mehr ganz so gut in der Zeit. Nächster Halt, Oakville, Zentrum. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Oh. Wiedersehen. Bis dann. Ich glaube, Sie blockieren die Tür. Eine Fahrkarte, bitte. Tag, schon da, trocken. Danke. Also dann muss ich mich nochmal um die Packnase da hinten kümmern. Dankeschön. Jetzt kommen wir wieder nicht raus. Wunderbar. Vielleicht haben wir jetzt Hedgehog noch reingeholt. Vielleicht, mal gucken. Aber das läuft doch schon mal ganz gut bisher. Das heißt, gleich den Bus kaufen. Und ich glaube, dann brauchen wir immer Feierabend. Das ist dann. Durch die ganzen Tickets und so weiter ist dann doch schon ein bisschen. Hier muss ich los. Muss ich ja schon zugeben. Oh. Nächster Halt, altes Sägewerk. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Aber danach noch zwei Touren und dann bekommen wir, glaube ich, neues Gebiet. Oder was war das? War das neues Gebiet oder Werbung? Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Werbung haben wir noch nie gemacht, für Leute auf, glaube ich. Danke. Bitte. Was hast du? Was war's? Nächster Halt, Flusspromenade. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich glaube, das war Marketing. Ich glaube, das war Marketing, ich weiß es nicht mehr. Also halt irgendwelche Werbeanzeigen, neue Sachen davon oder allgemein. Mit allgemein und neue Sachen. Wenn es allgemein ist, dann haben wir es natürlich auch nie gemacht, aber neu, dann ist es was Neues. Dann haben wir es aber auch trotzdem. Dann haben wir es auch noch nie gemacht. In meinem Fall haben wir es erst recht noch nie gemacht, weil es ja noch nie gegangen wäre.
Ach, ist das schön. Ich muss sagen, macht wieder Spaß. Jetzt, wo man wieder angenehm fahren kann, ohne irgendwie Probleme zu bekommen, weil die Steuerung komisch ist. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte kommt sofort. Danke. Bitteschön. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Danke. Winter der bitte. Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Nächster Halt, Fischgrund. Oh Gott, okay, da vorne ist ein Bus von uns. Nice. Hätte noch interessanter werden können, als es sowieso schon war. Aber ja. Okay, wir sind in der Stadt, da ist es doch obvious, dass es dann schon voller ist. Irgendwann werden die ganzen Busse, diese ganzen kleinen ersetzen zu großen Bussen. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Das ist so schön. Schön für dich. Oh, kriegen wir die Ampel noch? Ne. Das war's dann mit der Pünktlichkeit. Ich glaube, wir nehmen das. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Dann haben wir Winter der Leidenschaft noch mit drin, hinten. Besser geht's doch nicht. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Hä? Bei ihr tickst du wohl nicht ganz richtig. Oh. So, okay, zeitlich gesehen, kommt das sogar schon fast hin, dass wir zeitlich ähnlich da waren wie in der ersten Folge oder in der Folge, die zuletzt aufgenommen wurde, als vor der 7-monatigen Pause. Ich brauche eine Fahrkarte. Sind wir, glaube ich, auch diese Strecke gefahren. Erst einer der ersten Male vielleicht sogar, ich weiß es gar nicht mehr. Da haben wir auch so etwa 35 Minuten gebraucht, wie wir jetzt wahrscheinlich auch brauchen. Nächster Halt, Nutrivore, Forschungslabor, Endstation. Bitte alle aussteigen. Das passt dann ja doch wieder.
Wir fahren sehr schnell auf hier zurück. Dann mal gucken, ob noch irgendwo Müll ist. Ich glaube nicht, ansonsten hat man sich beschwert bei uns. Nope. So, dann, fahren wir mal zurück. In Hoffnung, dass wir diesmal nicht, die Probleme haben wie beim letzten Mal, dass wir da wieder gegenfahren gegen die Garage. Vielleicht sollten wir diesmal ein bisschen mehr ausschlagen. Ich könnte schwören, ich war auf einer Vorfahrtsstraße. Okay, ich dachte, mein Nacken hat sich wieder entspannt, aber scheinbar nicht. Zumindest nicht genug. Oh Gott. Oh, meine Güte. Gut, wir müssen natürlich auch Vorfahrt gewähren, das ist natürlich klar. Okay, er hat links geblickt und ist rechts abgewogen. Das war jetzt interessant. Bla. Wenn die Kamera sich dann noch mitdrehen würde, das wäre dann natürlich Premium. Also wieder zurückdrehen würde in der Außenposition. Quasi denselben Effekt hätte wie die wie das Lenkrad. Das wäre natürlich Premium. Aber gut. Ist halt wie es ist, ne? Sehr schön, es wird hier Stau, wie sonst natürlich immer auch. Ja, langweilig nur Stau. Okay, never mind. Verdammt!
Oh, they grow up so fast. Neues Achievement unlocked. Level 10. Neues Deacon, neues Deacon, neue Farbe. Nein. 19.000. Die letzte Kohle ist aber dämlich. Und das ist noch 43.000. Easy going. Das heißt, wir können uns jetzt den Bus kaufen. Und wir haben neun Angestellten. Wie viel? Okay, nicht viel. Hoch. Garage Shop. Man muss natürlich den Urban Weight 12 Meter Iveco kaufen. Wir den. Ja, kriegt Geld. Nein. Nein. Falls die Aufgabe ordnen wir das in einfacher Zone und wird ausschließlich Erdgasbusse für die untere Strecke. Da muss ich direkt mit dem Erdgasbus fahren und ja. Das könnte problematisch noch werden. Da müssen wir gucken, ob wir da irgendwie noch was noch umändern müssen. Nein, der nicht. Der die nicht. So, während der Fahrer sollte eigentlich Anwalt werden, ein kleines bisschen kurzsichtig. Ja. Das ist der siebte Sohn eines siebten Sohnes. Das kann übrigens als Workaholic beschrieben werden. Ach, nehmen wir mal den. Oder? Vor allem Ananas ist sein Lieblingspizza-Belag, ey, oh Mann. So. Streckenplaner, Fahrer zuweisen. Urban Way und. So. Finde ich natürlich ganz interessant zu wissen. Wie viel Prozent man gerade ist. Eigentlich 51%. Brauchen wir hier natürlich noch jemanden. Oder wir brauchen noch eine viel größere Strecke. Wie viel kostet der billigste Bus? Dann müssen wir uns nochmal einen von den billigsten holen. Der kleine kostet 120.000, dann holen wir uns später nochmal einen anderen Bus. Aber damit endet auch erstmal jetzt hier diese Folge. ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ne? Was? There's a crowd achievement unlocked. Was ist denn das jetzt für ein Achievement? Da will ich nochmal natürlich nachgucken. Really? Install Steam, was wollt ihr denn? Ich hab doch angemeldet. Was wollt ihr? Hey. High Five Drivers, alles klar, das war das. Hier. Ende, Blende und so weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.